Aber naja, nee, dann lass Ach, mal so. Lazio. Hallo, Flowline. Oh, Yishiro joined the game, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Ich war nämlich auf dem Desktop und habe meine Vorlage rausgesucht. Jetzt mache ich mal was. Jetzt kommt's. Nein, das ist doof. Ich baue den Hector als Pixelart. Sollte mal zum Gespräch mit? Ist schon lange drin. Ja? Ja, mit okay. Sicherheit. Wollte ich doch nicht. Ja, willst du den bauen? Dann bau du den. Dann baue ich ein anderes Pixelart. Ach, zusammen, ja. Dann, das geht auch. Das ist voll doof, dass sie nicht mitreden kann. Tja, das ist schade. Ja. Schar.de. Na. Nein, ehrlich. Ah, nee. So sollte das nicht sein. So. Okay, ich glaube, ich habe mein Haus soweit fertig. Kann ich mal gleich zu euch kommen? Oh, wer hat denn da mein Bild zerstört? War das dieser blöde Creeper? Ich glaube. Das kann sein, ja. Ja, Bilder können sie ja, glaube ich, zerstören. Okay. Ich weiß es nicht. Oh, scheiße. Und ich habe es auch immer drauf, dass wenn ich irgendwelche Bilder austauschen will, dass ich grundsätzlich ein Stück von der Wand mit raushaue. Ich frage mich gerade, warum sieht denn die Wolle so komisch aus? Dabei habe ich Honeyballs Texture gerade drin. Nein. Ja, die braune Wolle, das sah man richtig die Fasern und ich dachte jetzt, hä, seit wann sieht man die Fasern denn so? Nein. Ja, auch ein Texture Pack, was ich schon lange nicht mehr drin hatte. Ich habe zwischendurch mal das Basic ausprobiert von ihr. Es ist auch so ganz gut, aber irgendwie reicht das für meine Ansprüche nicht mehr. Deswegen habe ich ja irgendwann dann selbst angefangen, Texturpakete zu entwickeln. Jetzt habe ich schon das dritte in Planung, also eigentlich ja das vierte, wenn man Light dazu zählt, Bumcraft Light. Und das vierte wird eher sowas Moderneres. Würde ich sagen. Dass man auch mal so richtige moderne Städte bauen kann, weißt du, mit Wolkenkratzern und sowas, so Mirror's Edge mäßig. Das sieht gut aus bis jetzt. Was? Weiß noch nicht, was es werden soll, keine Ahnung. Was denn? Ja, Yishiro und Yashiro bauen was. Ach so, ich hab gedacht, du guckst gerade bei mir. Ja. So. Schatz, was ist falsch? Da kommt, glaube ich, du baust was aus Netherbricks. Du baust irgendwie was, ja. Ja, nee, da war ich die. Oder warte mal, hä? Das bringt mich nicht durcheinander. Ah, nee, das war richtig. So, und dann kam das so und da kommt dann dunkelblaue rechts hin. Ich mach mal Fenster rein hier. Nein! Ah, nee. Die wolltest du mit Zaun machen, ne? Ich mach dir das. Oder ich mach das mit. Warte. Ja, ist ja nicht schlimm. Kriegen wir schon alles gebacken. Piepst mich wieder in Skype an. Ich bin oft beschäftigt. Wer ist da, Sun? Ist das dieser... Ja. Ich dachte, die haben ihr komisches Ghetto-Craft. Was wollen die jetzt alle da auf meinem Server? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sieht das besser aus? Gehören die zu Cool Frog und so? Ja, Noel schreibt mich gerade an wegen der IP. Oh, nee. Okay. Brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. Gibt's nicht. Schatz? Ja? Sieht das besser aus? Also du kannst das auch mit den Nether-Zäunen machen, würde ich sagen. Schatz, hatte ich doch eben. Was sieht denn besser aus? Ich finde, das sieht mit den Nether... Nee, lass das so. Dann lass das so. Dann sieht das auch gut aus. Junges Fräulein. Das ist aber... Wie willst du den Fußboden haben? Irgendwas, was dazu passt. Entweder Pommes. Genauso oder dazu passend. Set Pommes.
Blockname Pommes wasn't recognized. Schade. Okay. Dann Z. Brick. Ich muss mal gucken, ob das gut aussieht. Mit weißen Bricks? Nee, ne? Bei mir sind sie rot. Du hast kein Asian Spring drinne. Ich weiß. Hey, schämst du dich gar nicht? Du hast aber falsche Ecke gemacht. Das kommt gar nicht hier hin. Ich habe meine Kraft Asia drinne. Und null. Doch. Na. Okay. Dann setze ich hier die Ecke hin. So. Wo kommt's hin? Was soll das überhaupt werden? Ein kleines Schloss oder sowas? Wirst du schon merken. Ah, schön. Set. Ah, Stone Brick. So. Mit den grauen Stone Bricks. Ja. Kann man das machen oder kann man das nicht machen? Ja, kann man machen. Wir können auch Netherrack machen, dann können wir den Fußboden anzünden. Nee, lass mal. Reicht schon, wenn man das Haus anzünden kann. Hä? Das Haus kann man anzünden? Man kann nichts anzünden. Beziehungsweise anzünden, ja, aber es wird nicht. Ja, anzünden kann man ja alles, ne? Es geht aber nicht kaputt. Aber Netherziegel von Haus aus brennen nicht ewig weiter. Nicht, dass ich wüsste irgendwie. Schatz, sag mir doch da einfach, dass du da baust. Dann wieso? Bist du gestern Abend im Bug hatten, dass sie dachten, das brennt die ganze Zeit, obwohl er gar nichts mehr war. Ach ja, war das gestern? Ja, das war gestern Abend. Hab ich gestern mein Mit Skila und Trollface. Ach ja, stimmt. Sie hat übrigens auch schon bei YouTube reingeschaut. Hier mal liebe Grüße an, ich weiß nicht, wie sie heißt. Luca. Zila oder sowas? Luca. Nein, Ingame. So, ja, Zila. Zila. Ja, die liebe Grüße an Zila und an den anderen. Trollface. Ja. Mann, manchmal bin ich auch einfach nur doof. Okay. Einsicht ist der schnellste Weg zur Besserung. Doch, ja. Ich werde dich töten. Ach, hier machst du nicht weiter. Du bist einer. Du bist so ein Troll. Ich? Ja. Hey, die sechs hinter dir. Du nennst mich Troll? Ja. Du nennst mich Troll? Ah, ja. Spüre meine Macht. Welche Macht denn? Die. Tada. Die Macht des, des Schwachseins. Was? Das ist das Sein. Das ist sein. Okay. Kleinkind. Macht das totalen Schwachsinn, oder was? Ich beende mal ganz kurz die Aufnahme. So, Musik ab. Und weiter geht's. Ich musste mal eben was rausschneiden hier. Ach ja. Ja, ist ja eigentlich eine schöne Welt, wo wir hier bauen können. So nah am Wasser. So, Zanadu. Ja. Was fehlt uns denn noch? So ein Dorfbrunnen. Naja gut, einen Brunnen haben wir. Ich hab gedacht, noch so ein Springbrunnen oder sowas. So wie in der Hauptwelt in der Stadt steht, meinst du? Ja, so ähnlich. Muss man ja nicht haben. Naja gut, ich fliege erstmal ein bisschen weiter. Ich würde ja schon gern hier einen Garten haben oder sowas. Die spawnen übrigens überall Skelette und sowas in dem Haus. Das ist zum Kotzen. Ich muss das Lichtlevel wahrscheinlich noch zu niedrig. Ja, weil ich will hier die Monster auch nicht ausschalten, die sollen ruhig spawnen können, aber ich schaue einfach mal. So, dann setzen wir hier nämlich eine Fackel hin. Ja, das Problem ist, wenn du Mob-Spawning ausmachst, in einem bestimmten Areal, dann kannst du hinterher auch keine Hühner und so mehr spawnen. Richtig. Oder Hundis. Ja.
Na toll. Was macht denn das Skelett da? Was macht denn Skeleton Dance? Finde ich auch. Ja, glaube ich auch. Ja. Ich finde übrigens den Opferschrein finde ich total cool irgendwie. Da kannst du alles reinwerfen, was du nicht mehr brauchst. Das schenkst du dann dem Gronkh. So quasi kostenlose Entsorgung. Hier hast du Erde. Oder Kohle. Ja. Kohle, Kohle, Kohle. Ach, sind ja alle Slots belegt. Das ist ja cool. Das Team kommt aber trotzdem rein. Ah. Dank Essentials. Das heißt, der Server kann mit 8 Slots voll sein mit Spielern, aber du kommst als Admin und so weiter trotzdem noch rein. Ach so, das wusste ich nicht. Und das ist ja cool. Deshalb ist die Shiro gestern kurz raus, damit der Kumpel von Zella reinkam und sie dann nachgejoint, weil durch Essentials kam sie ja trotzdem noch rein. Ja, stimmt. So, ich würde sagen, oh, das ist aber eine ganz schöne Blumenstadt irgendwie. Würde ich sagen, Flower City oder sowas, dass wir das irgendwie so nennen. Ja, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Ach ja, stimmt. Ich vergaß. Hey, hab ich mich hier jetzt komplett verhauen oder was? Nee. Was ich jetzt nochmal machen kann, theoretisch. Macht er das eigentlich in diesem Update schon, dass man auch von anderem Holz hier Stufen machen kann? Also Wooden Slabs und sowas? Davon weiß ich nichts. Nee, ne? Das sollte eigentlich kommen mit 1.2.5, aber kam glaube ich gar nicht. Nee, kam nicht. Ah, ärgerlich. Da kamen nur verschiedene Bugfixes. Ja. Zum Beispiel, dass die Server nicht mehr stoppen, wenn du Stopped Hammer Time eingibst und so weiter. Oder dass TNT nicht mehr explodierte, wenn du es mit einem Feuerzeug mit links geschlagen hast. Ach so. Aha. War das wohl ja so? Ja, ist mir auch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Nee, also mir auch nicht. Das sind dann immer so die ganz findigen User, die dann irgendwie irgendwas rausfinden. Ja. Das war jetzt Bombe. Gibt der einen in Anführungsstrichen Helm. Jo. Das ist auch Bombe. Irgendwie ist das hier doof, was ich hier hinsetzen will. Ich setze es doch ein bisschen weiter nach rechts. Kleine Eiermaschine. Ach scheiße, jetzt habe ich es verraten. Verdammt. Ist ja nicht schlimm. Ja. Hat ja keiner mitgekriegt. Nee. Sind ja alle hier unter uns. Jo. Wir sind ja hier alleine. Jeder für sich. Oh ja. Ruhig. Ja, du sagst es. Macht schon was aus, wenn ich nicht mit im Wohnzimmer sitze. Oh ja. Ihr müsst nämlich wissen, liebe Zuschauer, ich rede nämlich privat auch genauso viel wie in den Let's Plays. Teilweise sogar mehr. Mhm. Hast du recht. Nichts. Ich hab dir nur recht gegeben. Willst ja. du etwa sagen... Wer hat dir das erlaubt? Ich hab's mir erlaubt. Ja. Kennst mich doch. Ich weiß. Ihr lappt mir immer alles selber. Ja, ich weiß. Boah, 3 Nachrichten in Skype. Habt ihr eine Macke oder was? Ich glaube schon. Ich schau mal bei mir. Ich habe keine Nachrichten, wow. Ich auch nicht, weil ich mich schnell genug auf als Offline-Anzeigen eingestellt habe. Weil ich das nämlich hasse, wenn man am Aufnehmen ist. Das haben manche andere, die mit dem Let's Playen anfangen.
die haben das auch immer. Die haben dann auch immer irgendwie, dass da 1000 Skype-Benachrichtigungen kommen. Das Geile, ja, aber das Geilste ist, er spammt mich hier zu, weil, dass ich die Slots erweitern soll. Wer? Wenn er mir Geld dazu gibt, dann kann ich die Slots erweitern. Wer denn? Er. Dieser komische Null. Ach so. Oh Gott, was will er denn? Keine Ahnung, soll auf Ghettocraft gehen. Ja. Hey, Noel, falls du das hier hörst, bleib auf Ghettocraft. Das war ja auch schon so ein bisschen hinterhältig, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, dass sie dann einfach einen eigenen Server aufmachen und sowas. Und dann Werbung auf Bier machen. Ja, nee, das geht gar nicht. Also wie gesagt, dann sollen sie es für sich behalten, dann sollen sie ruhig verschwinden. Aber sollen halt... Sollen sie es so wie ich machen, sich auf Serverlisten eintragen? Das interessiert wenigstens keinen. Ja, richtig. Das ist auch völlig in Ordnung so. So. Ich hab das doch noch hingekriegt hier. Ja. Obwohl es unsymmetrisch ist. Ich kann das trotzdem. Na klar, das glaube ich dir sogar. Nicht glauben. Du, ich glaub dir das. Du bist ja künstlerisch sowieso begabt. Ist das ja. Ein Brotkasten? Ein Brotkasten? Nein. Ein Brotkasten. Ich mach keinen Brunftkasten. Brunftkasten? Brunftkasten. Achso, oder Brunftkasten. Das wird nicht passen. Zumindest nicht in dieser Abstandsgröße. Was? Ach, sie schreibt hier jetzt gerade noch den Namen von dem Pixelator vor. Mit Wolle. Aha. Aber mit den Abständen passt es nicht hin. Ich kann in Pixelart kann ich ganz gut schreiben. Wenn ich das in einer Minecraft-Schrift machen soll, dann kann ich das gerne machen. Weil die habe ich komplett drauf. Das habe ich nämlich auf TrierCraft nämlich auch schon gemacht. Ach so, ja. Lieber Chris, um dir deine Frage zu beantworten, warum ich das nicht auf deinem Server mache. Dein Server ist momentan noch zu buggy. Du musst ein bisschen was tun. Wenn du das erledigt hast, wenn du dann deinen neuen Root-Server hast, dann... kann man sowas gerne eventuell mal machen. Dass man da mal was zusammen aufnimmt. Aber dieses Let's Play wird weiter über diesen Server laufen, ganz klar. Immer. Ja. Das haben auch viele haben letztes Mal auch gesagt. Ja, warum hast du nicht Bescheid gesagt und sowas? Ja. Also ich möchte nicht jeden dabei haben. Das ist es ganz einfach. Ach so, wo wir gerade mal das so hier im Anspruch haben wegen Server und so da. Sag mal, wer mich heute angeschrieben hat. Ich weiß es nicht. Bonkai. Bonkai? Was ja. Wollte der denn? Er hat geschrieben, dass er einen eigenen Server hat und so weiter. Und ich habe dann halt gefragt, was die Aktion auf Trier sollte. Ja. Und dann hat er nur gesagt, die wollten wohl mit den Leuten von Trier nichts mehr zu tun haben. Also mit Chris und seinen Leuten irgendwie. Ja. Und dann habe ich geschrieben, ja, das hätte man aber doch anders regeln können, statt den Server abzuschießen. Und dann meinte er nur von wegen, Chris würde denen ihr geistiges Eigentum und so weiter verwenden. Also teilweise habe ich echt nicht verstanden, was er von mir wollte. Ja, dann soll Chris die Sachen von dem von denen, die gebaut haben, vom Server löschen. Wie die von CoolFrog. Ich habe gestern mal geguckt, hier dieses Altenburg und sowas, das existiert ja alles schon gar nicht mehr. Ich wollte nämlich gestern mal Chris fragen, ob ich die Sachen von CoolFrog und so löschen kann. Weil die ja sowieso alle nicht mehr auf den Server kommen. CoolFrog ist ja eh gebannt. Und, ja, der Rest auch so, kommt ja auch nicht mehr online. Ja, weil sie alle auf Ghettocraft sind. Ja, alle auf Ghettocraft. Ich wollte gerade Gaycraft sagen. Darf ich mal stören? Ja. Ich komme ja manchmal gar nicht zu Wort. Ja, ich weiß. Ja. Vielleicht 2-Block-Abstand, Schatz? Dass du nur 2 Blöcke da als Abstand nimmst? Ich wollte sagen, ich spiele doch auch nicht mehr wirklich auf Trier. Ich gucke mal ab und zu, ja, wer ist denn da online und dann gehe ich offline.
Oh, das kommt jetzt gerade ungelegen, die Frage mit dem Grundstück. Das kann ich jetzt gerade nicht erledigen. Kann ich ein Grundstück? Lol, das hatte ich neulich im Let's Play schon. Cola? Das, ja, das ist eine der dämlichsten, das ist die dämlichste Art, wie man eine Frage stellen kann. Kann ich ein Grundstück? Kann ich 10 Euro? Oh, da kriege ich ja, da kriege ich die Kotzeritis bei, ganz Schatz. Ehrlich. Schatz, kann ich Bank? Kann ich Pommes? Kann ich Pommes mit Mayo? Nein, du kannst keine Pommes. Stell dir mal vor, dass du sagst, das war eine Frittenbude. Kann ich... Kann ich Kibbelwurst mit Pommes? Kann ich ein Pommes? Ja, du kannst ein Pommes. Ja, viele sind ja dann auch so, weißt du, kann ich ein... Ein. Immer nur noch ein. Es gibt nur noch ein und den. Es gibt kein der, die, das und es gibt kein eine und einer und einen. Das ist es immer. Ich sage mal so, jetzt so Leute, die vielleicht aus dem Ausland kommen oder so und die deutsche Sprache gerade erlernen. Da sagt ja nichts, aber ein Deutschstämmiger, der es nicht hinkriegt, seine Muttersprache richtig auszuschreiben. Ja. Ich weiß es nicht, ich verstehe das nicht. Oh, es läuft Final Fantasy 9 Musik im Hintergrund. Und zwar Them in the Sunset. Kennst du das? Nee, also sag mir jetzt so nichts. Ich habe FF9 auch jetzt gerade mal gestern angespielt per Emulator. Also ey, das cool. Hat vorher nicht wirklich gespielt. Ich habe übrigens ein komplett verpacktes FF9. Da brauchst du keinen extra Emulator für. Das ist quasi eine Exe-Datei, da ist der Emulator schon mit drin. Ja, ich auch. Ach, hast du auch, genau das. Das ist cool. Das macht auch richtig Spaß. Was ich mir gestern noch geholt habe, testweise, ist Terraria. Das ist eigentlich auch, sagen wir mal, in Ordnung. Es ist wie Minecraft, kann man sagen. Ja. Du kannst mehrere Charaktere erstellen und so weiter und hast es halt nur auf einer 2D-Ansicht. Ja, stimmt. Irgendwie so war das. So, eins werde ich jetzt dennoch mal machen. Ich hoffe, das klappt so. Nicht, dass ich mir mein Wasser hier wieder komplett wegmachen muss. Was machst du denn da? Ach ja, Eiermaschine. Ja, ich mache mir eine Eiermaschine, aber ein bisschen kleiner als in meiner Welt. Kleiner als in der LP-Welt. Ja, die von Trier ist ja auch so ein Riesending, da kommen die Hühner ja oben schon wieder raus. Ja, nee, das geht auch gar nicht. Das braucht man gar nicht, finde ich. Also das macht so riesige Memory-Lags, wenn du das spawnst. Richtig. Ja gut, ich habe allerdings hier jetzt auch schon mit Sicherheit 30, 40 Hühner drinne. Aber es kommt auch irgendwie kein Ei an. Ja, aber das hält ja mein Server nur aus. Ich meine, wenn man schon weiß, dass der Server instabil ist, dann baut man auch nicht noch so ein riesen Ding ein. Richtig, richtig. Aber das wird er alles noch lernen. Auch er wird irgendwann groß. Mit 19. Nimm mir das nicht übel, Chris. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist nur böse gesagt. Du kennst mich ja schon fast 20 Jahre. War nur fast. War nur fast. Also merkt man auch mal, wie die Zeit vergeht. Ja, mein Bruder hat jetzt bald die Konfirmation hinter sich. Das ist doch gar nicht so lange her, dass ich zu Hause ausgezogen bin. Da war ich 21, so jetzt bin ich 24. So. Bei mir ist es jetzt ein halbes Jahr her, Schatz, oder? Fast. Ihr wohnt zusammen? Noch nicht. Wir wohnen nur in derselben Stadt. Oh, das geht ja auch. Also mit der Straßenbahn zu ihr sind es knapp 10 bis 15 Minuten. Aha. Optimal. Ja, finde ich auch. Wenn sie ihre Ausbildung fertig hat, dann haben wir vor, zusammenzuziehen. Ja. Wie lange musst du noch? Waren es jetzt noch 2 Jahre oder nur noch anderthalb, Schatz? Ich hasse Wasser. Wasser ist scheiße. Gerade sie wird es mit Sicherheit gleich antworten. Cool, meine Items. Die kommen hier in der Hühnermaschine irgendwie nicht.
Ja, nicht irgendwie, ja, werden nicht richtig abgetrieben hier. Verdammt. Hier hast du nur das Wasser gesetzt. Ich schau gleich mal, wenn ich fertig bin. Ja, das wäre schön. Ah, jetzt fließen die Sachen ab. Jetzt, wo kein Wasser mehr da ist. Cool. Okay. Gestern Donkey Kong Country 3 habe ich zu viel gekriegt, ey. Ja? Ja, diese Modermühle. Ach, Modermühle, ist das ja, das vierte? Ja, das eine, das vierte bei Lakeside Winkler. Ach, das fünfte, glaube ich, genau, ja, das fünfte. Die Luftmühle da, ich habe das letzte Bonus-Level nicht gefunden und den letzten Buchstaben und damit das Level 100% fertig ist. Du musst dafür zwei Wespen töten mit dem Elefanten. Hättest ja auch in meinen LP reingucken können, dann hättest du es gesehen. Ja, sonst alles gefunden, alles geheime, sei es Leben und so weiter. Ich renne mit 30 Leben rum schon oder so. Ja, ich ich habe jetzt auch. Ich habe das Spiel noch nicht ganz durch, aber ich bin schon ziemlich weit, weil ich habe vorhin jetzt bis zur vorletzten normalen Welt gespielt. Nach der letzten kommt ja noch die verlorene. Mhm. Und da habe ich jetzt auch, naja gut, den Endgegner nicht ganz geschafft, weil auf einmal ein ehemaliger Arbeitskollege von mir klingelte. Ich nur so, oh scheiße, ich muss die Aufnahme beenden. Dieses, ich muss die Aufnahme beenden, ist nicht mehr mit draufgekommen in die Aufnahme. Ist nicht mehr mit reingekommen. Super. Mhm. Irgendwie ist die Eiermaschine noch scheiße. Und irgendwie glitschen die Eier immer hin und her. Sie fließen runter und dann fliegen sie zurück. Vielleicht sind zu viele Hühner drin. Das kann vielleicht auch eine Möglichkeit sein. Warte mal, funktioniert hier auch Kill All Chicken? Nein, aber du kannst, glaube ich, Butcher nehmen. Doch, funktioniert. Aber Butcher funktioniert nicht für Tiere, ja, stimmt. Für gutartige Viecher, genau. Die Eier, die fließen immer noch nicht richtig ab. Was soll denn das? Wollt ihr mich rollen? Ja, würde ich auch sagen.